Servus zusammen und herzlich willkommen zur vorerst letzten Episode meines FIFA 14 Karrieremodus. Ihr seht hier im Hintergrund 0:0 gegen Crystal Palace und das mit der letzten Episode hat folgenden Grund. Ich schaffe es leider nicht mehr, auch noch den Karrieremodus zu machen, da ich mit den anderen Projekten, unter anderem Ultimate Team natürlich, Sonic, Assassin's Creed und was ich sonst noch alles auf meinem Kanal momentan am Laufen habe, einfach zu sehr überfordert bin, um überhaupt den Karrieremodus noch zu spielen. Dazu kommt natürlich auch noch Uni und andere Verpflichtungen, die ich habe. Und deswegen wird der bisweilen auf weiteres auf Eis gelegt. Ich schließe es aber nicht aus, dass er in dieser Saison, also bis FIFA 15, ich schätze mal vielleicht Februar, April in dem Zeitraum, dass die Serie nochmal wiederkommt, dass ich nochmal Lust drauf bekomme und dann auch die Zeit mir nehmen kann. Bis dahin seht ihr jetzt das Material, was ich noch hatte. Das ist auch schon etwas älter, allerdings trotzdem noch aktuell, denn seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe hier einige Transfere getätigt, beziehungsweise habe es versucht. Habe unter anderem bei Maximilian Beister vom HSV angefragt. Dann kommt als nächstes, das werdet ihr gleich sehen, Jesse Rodriguez von Real Madrid. Da habe ich es auch mal probiert. Der hatte dann inzwischen auch schon zugesagt, zumindest vom Verein her. Da musste ich eben nur noch das richtige Gehalt aufdrücken und dann hätte das auch schon geklappt. Des Weiteren habe ich dann ein Angebot für Dembélé bekommen. Da wurden mir 14,5 Millionen geboten. Da habe ich mir noch überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Schlussendlich habe ich dann einmal gesagt ablehnen, weil ich noch nicht so richtig wusste, brauche ich noch, brauche ich nicht. Mario Suarez habe ich geboten, hatte ich auch schon eine Zusage von Atletico Madrid. Musste auch nur noch der Spieler geeicht werden. Maximilian Beister habe ich nochmal probiert, das hat nicht so recht geklappt. Und ja, was brauche ich noch sagen? Das dürfte jetzt die 11. Folge sein. Ich weiß nicht sicher, sie ist jetzt auch etwas kürzer. Das ist mehr so ein kleines Announcement, dass die Serie jetzt vorläufig auf Eis gelegt wird. Keine Sorge für diejenigen, die das geguckt haben von meinen zahlreichen Zuschauern. Und wie gesagt, also sie kommt vielleicht nochmal, aber ich kann es euch nicht versprechen. Und bis auf Weiteres klappt es eben nicht. Ich habe jetzt noch Prüfungszeitraum, da klappt das alles gar nicht mehr. Ich will einfach nur, dass es noch ein kleines Lebenszeichen in solche, im Sinne dieser Serie gibt. Zum Abschluss sehen wir noch eine Simulation von einem Spiel. Und zwar Tottenham, das sind wir, gegen West Ham. Und wir gewinnen kurz vor Schluss durch ein Tor von Reus mit 2:1. Mario Suarez habe ich noch bekommen am Ende. Maximilian Beister habe ich dann nochmal gezögert, weiß ich auch nicht warum. Ich glaube, das Geld war ein bisschen knapp. Und jetzt seht ihr im Hintergrund noch die Transfer-Deadline runterlaufen und damit wird es für diese Folge es auch wieder gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid woanders bei mir mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.